Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Herzlich willkommen, ja genau so, zum 24. gibt's einen fetten Flatterforce von Monte, die Flatterforce. Sag doch einmal mal Hallo. Sag mal Hallo Jungs, komm. So Freunde, fette Stundenfolge hier, fängt geil an, genau so muss das sein hier, zu Weihnachten schönen Leberkuchen rauspressen aus dem Anus hier. Ja, geil. Du bist ein widerlicher Typ, ne? Was hast du denn gegessen, Alter? Voll widerlich. Sehr geil. Das war, Digga, hey, horny, du Stück Scheiße. Ja, richtig schön. Ich bin auch noch Bett gefallen, Digga. Ich muss mich erstmal warm spielen, Alter. Oh, fuck. Danny und Horny haben ja eben die ganze Zeit schon gespielt, ne? Ihr nicht, oder was? Hallo, eine Runde. Ja, ja, komm. Voll die Zinker. Gar nicht. So, einer auf Orb. Wir machen uns warm, wir sind professionelle Spieler. Ja, ja. Oh. Man kennt uns. Habt ihr euch warm gemacht, ja? Ja, ja, die haben sich gegenseitig Finger in den Arsch gesteckt. Nee, du, steh ich nicht drauf. Also eher so Damage hier, oder nicht? Ja, bei deiner Mom, ja. Ich krieg schon, eine Münze als Achter. Also als 12. drei Pilze zu bekommen und dann als 10. ein Pilz ist geil. Beste Gefühl meines Lebens. Oh, voll gewichst essen, Digga, voll gewichst. Oh. Ey, Pilze, ey. Oh Alter, nein, die Tinte, fickt euch, Mann. Boah, Alter, war das knapp. Und schon wieder drei Pilze, ey, was soll denn das? Egal, ich bin hinter dir. Nee, ich bin hinter dir. Was ist ein schlechtes Banane Fahren? Kurz ausweichen, zack. Freunde, ihr seht richtig auf Krampf gerade. Ja, schön, Alter. Au! Die Oma markieren! Ja. Oh, Freunde. Ey, schön ausweichen, genau. Weiterfahren, Digga. Brudi! Mann! Ah! Aua! Geht ja schon gut los, Freunde, hier, das ist ja richtig. Nicht ohne hier. Oh, ich krieg eine Münze, ey, Digga. Eine auf Taschengeld für Uwe. Das kann doch nicht. Ich bin 11. Ich war die ganze. Oh, Freunde, spannend, spannend. Merkt euch das. Ich bin oft lange Erster und im letzten Moment werde ich gebumst und dann kriege ich hier die Scheiß-Tente wieder. Und ich kriege eine Münze als Erster. Achso, ich hab hier der letzte Runde, Alter. Ey! Ja, das meinte ich, Freunde. Ja, ja, komm. Attackieren hier. Nee, das bringt nichts. Hat dir das gefallen, Uwe? Ja. Hey, guck mal, das rein! Hey! Das meinte ich, Freunde. Das meinte ich. Aber ihr habt gesehen, gutes Fahren setzt sich nicht immer durch. Hey! Weil keine Geschenke. Ich hatte. Ach komm, das ist richtig Bullshit, Freunde. Aber egal. Mal gucken, warte mal. Hey, Handy weg da. Ein für den ersten. Ey, sie überfährt mich, hast du mein Leben. Ey, hier ist ein Abfucker in der Lobby drin. Oh, Rakete auch nochmal auf hier auf dem letzten. Freunde, guckt ihn da an. Ist euer ernsthaft? Beiseite, ihr kleinen. Hey! Freunde, ihr habt das gesehen. Ihr wart jetzt wieder Zeuge der mülligen Vergewaltigung, Freunde. 2,5 Runden Erster. Und dann ganz diskret Zeter. Ja, das ist wieder typisch. Das ist richtig. Das ist Mario Kart, meine Damen und Herren. Aber so, genau so leben wir dieses verschissene Spiel, Alter. Gutes Fahren setzt sich ja durch, ne? Durchgefickt worden, der Uwe, ja. Das hat nichts mehr mit Fahren zu tun gehabt, das haben wir alle gesehen. Das war wieder einmal der Beweis, meine lieben Freunde, ne? Partystraße, Jungs, let's go. Oh, Partystraße klingt gut, da bin ich dabei. Horny, welchen Platz hattest du gerade gehabt? 7. Hm. Was war da los, Horny? Ja, Möchtest du drüber reden? ist doch immer so, Alter, ich krieg am Ende immer alles reingedrückt. Ja, von hinten oder von vorne? Beiden, von vorne und von hinten. Ja, die Vario Mini ist auch ganz geil. Partystrecke, was ist hier noch zur Auswahl? Fragezeichen. Oh, Monte hat ein Fragezeichen gewählt. Standard. Wie viele sind wir eigentlich in der Lobby? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn Monte die Karte bekommt, wird er nicht Abfahrt. Oh, Marios Mine. Nice, geile Map. Ist auch eine geile Map. Na, schauen wir mal. Partystraße ist geiler. Was haben wir eigentlich für Punkte? Jetzt können wir mal wieder ein paar Online-Punkte sammeln, Freunde. Wir spielen ja immer nur privat, auf diskret. Also können wir halt punktemäßig überhaupt nicht wachsen, ey. Aber nicht als 10. Platz. Ja, stimmt, du, das wird gleich hier geändert. Ja, ja. Das anstatt 10. Platz kriege ich gleich. Ja, da geht's schon los, ja? Guck! Ja, egal, Digga. Geh weg. Ich war nicht immer dieses Angeficke von der Seite. Erinnert gleich nochmal dran. Wärst du angefickt, ja? Kriegst du Aufmerksamkeit von Boys? Ey, was soll das? Attackieren! Was war das denn? Ey, ich hasse mein Leben. So. Dark Eric, Alter, ich kriege dich. Scheiße, ey. Geh in deinen Dark Room zurück, Digga. So, Freunde?
Ey, du Fickfotze! Yeah. You like that, yeah? Oh, wie ich ihn in die Luft geholt habe. Aber ich musste kurz anhalten auf Krampf. Komm schon. So, jetzt gibt's ein gutes Geschenk. Ich hab keine Rakete oder drei rote. So, komm mal her, Uwe. Ey, ohne Witz, Alter, das kann doch nicht sein. Lol, einer ist von mir runtergefallen. Oh, der Kommt ja gar nicht klar aus der Leber. Hat mich tatsächlich meine Pflanze gefressen, hä? Nee, beiseite. Oh. Der hat eine Banane geschmissen. Ach so. So, Freunde. So, Uwe, jetzt wird attackiert. Nee, oh, du bist runtergefallen, Uwe. Nein, bin ich nicht. Hä, bei dir? Aber egal, ich attackier! Ach, Mann. Guck mal hier, wie er attackiert! Ja! Ja, nee. Oh. Hab ich dich aber getroffen, oder? Nee, nee, hast du nicht. Du lügst. Nein, ich schwör's dir. Nein, kein Witz. Aber acht. Oh, ätzender Typ. Treffen euch eigentlich die Fledermäuse? Mit ganz ehrlich. Hey! Ja! Jemand ist in meine Acht gefahren. So, meine Freunde. Hey, fall runter! Ja! Ja, geil! Hey, ich hab deine Banane! Er hat mich am Kopf getroffen! Ich hab einen Headshot kassiert! Obwohl ich eine Banane hatte, Freunde. Ihr habt das alle gesehen, Freunde. Ihr habt das alle gesehen. Du kleine Fickfotze von Hornysohn. Hashtag Headshot. Hashtag Headshot, liebe Freunde, in die Kommentare. Das habe ich so noch nie erlebt hier. Jetzt muss ich mich konzentrieren, komm. Hey, ich krieg drei Pilze als Leute. Hallo. Komm, komm, komm. Spiel. Drück auf die Pedale. Bist du Elfter? Hey, du Hura. Jetzt guckt euch das an. Ja, wisst, ja. Oh, Monte. Egal. Ja, ich weiß. Hast du einen Pilz? Hey! Ja! Ja! Durchgereicht. Oh, ja. Ja, geil. Hey, Alter, die liebt das durchgereicht zu werden. Die macht schön Gangbang-Geburtstage mit, Digga. Ja. Deswegen bin ich auch so ein versautes Mistkind. Ja. Alles klar. Ja. Goldener Pilz als Elfter. Ja. Aber ich war doch komplett gut! Au! Oh, Freunde, Achter, Digga! Ja, immerhin Erster, wo ist Danny? Du wärst auch nichts mit dem Ach, Danny ist Vierte. Oh, du bei dir auch nicht, oder? Nee, bei dir sowieso nicht, Digga, aber ich hab auch nicht gesagt, ich will Online-Punkte machen. Oh, geil, Freunde. Danny war auch ganz leise, du warst auch ganz diskret unterwegs, ne? Ja, ich feier einfach dezent gerade, Freunde. Oder hast du eben gefeierhoppt wie vorhin in der Warm-Up-Runde? Nee, Digga, ich kann das auch gar nicht mehr. Ja, hör auf. Partystraße. Ja. Partystraße. Ey, guck mal die ganzen Dinge an. Trotz Autobahn, die Nintendo 64-Zeit, meine lieben Freunde. Jetzt habe ich das Gefühl, die Lobby ist noch voller geworden, Alter. Ich glaube, die ist jetzt voll. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, das ist voll. 12 oder 13? Wie viel passen rein? 12. Mhm. So, welche Map kam jetzt? Diese eine Piste da. Die eine Piste, okay. Welche Piste? Ich weiß, kommt gar nicht auf den Namen. Okay, hier die Standard-Mario-Piste da. Das ist auch eine Map aus den Super-Nintendo-Zeiten, Freunde. Kann ich mich noch ganz genau erinnern, als ich damals im Toys R Us stand, Super Nintendo Mario Kart das allererste Mal gesehen habe, da war auch diese Map halt. Jetzt nicht so leicht abgespaced wie diese, aber es war. Ja, genau, halt die war schon ein bisschen anders, ne? Auch mit Streifen die ganze Zeit, ne, oder? Oh, keine Dings gekriegt hier, Digga. Wie war denn das bei euch früher, wo ihr mit euren Eltern einkaufen wart? Seid ihr auch immer in den Gaming-Bereichen und habt da gezockt, solange normal, die einkaufen waren? Normal, Alter, normal. Wer hat das nicht gemacht? Das war geil. Ja. Und als Kind hat man sowas auch nicht gleich sofort bekommen. Da musstest du warten bis Weihnachten auf Krampf und hast dich nicht betteln, weißt du? Ja, das ist einer der geilsten Sachen am Erwachsenensein, sich das zu kaufen, worauf man Bock hat. Genau. So früher so, Mami, kriege ich ein Überraschungsei. Wieder Diskussion. Heute will ich eine Cola trinken. Nee, ja, geil, Digga. Ja. So, Digga, ich weiß, meine Mutter hat immer, wenn sie Essen gemacht hat, war immer der beste Nachtisch Quark, aber so mit Vanille und so richtig lecker, Digga. Da gab es immer Schokostreusel zu. Ich habe mich jedes Mal mit ihr gestritten, weil ich immer die halbe Packung am liebsten reingepackt hatte. Ja, Mann, da haben die Eltern das so versucht, noch so was zu Besonderes. Ja. Also, weißt du, diese Geschichte. Und jetzt, Digga, fress ich einfach, weil ich Bock auf die ganze Packung Kinder-Country, Alter. Und mir sagt niemand was. Ich werde dir durchgereicht überfahren. Wenn meine Mutter jetzt hier ist und sie fragt mich so, kann ich eine rauchen am Fenster beispielsweise, dann sage ich, nö. Dann sagt sie, wie, nee? Ich sage, ja, nee. Muss ich alles probieren. Ja, ist doch geil. Geil, Mann. Oh, Mann. Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr? Du, ich komm. Ich bin Siebter. Einer für den Ersten. Sehr gut. Bin Dritter. Schmeckt. Och, Mann, du Stück. Oh, Freunde, habt ihr das gerade gesehen auf Krampf?
Ey, Freunde, aber irgendwie, ne? Sieht da aus, aber. So ein Müllding. Oh, dieser. Hey, Mann, jetzt werden wir durchgereicht. Fünfter, Freunde. Ja, Jungs, ich geh schon mal um meine Folge rennen, ja? Ernsthaft, Alter. Irgendwie. Du bist so lächerlich, ey. Da kommt in der letzten Runde wieder einer für den ersten, Alter. Oh, Zwölfter. Ja, und während der Blitz kam, habe ich einen Stern gehabt mal wieder. Was für ein Blitz in der Runde? Ah, Mann. Doch, muss ich aktivieren. Nein, was laberst du? Bin ich sicher. Runde, ach doch, stimmt. Nee, ich wollte gerade wieder treffen, Digga, natürlich. Klopfst du dir gerade ins Gesicht? So, Freunde, so ungefähr, Digga. Hab mich mal kurz aktiviert. Alles klar. Ah! Das kann nicht sein, Fünfter, denn hier, was ist hier los heute, Alter? Passiv. Yeah. Das Spiel mag mich nicht, ich kriege mal alles ab. So, Excitebike, meine lieben Freunde. Geile Map. Mhm. Oh, geht. Dieses Spiel gibt es übrigens auch auf der NES Classic Mini. Das hattest du doch mal gespielt im Video, ne? Ja, einmal ganz kurz zu Anfang, wo ich das Ding, glaube ich, angetestet hatte. Genau, das habe ich gesehen. So, Freunde, alles oder nichts. Oh, komm. Na. Oh mein Gott, ich Idiot, wirklich. Schon. Ey, ich habe keine Kiste gekriegt. Ey, was ist denn hier heute los? Online macht zwar Spaß. Ja, wir machen jetzt mal ein Turnier gleich mal, Freunde. Ich glaube auch, das ist hier wieder so eine Lobby-Scheiße hier. Scheiße für, Alter. Digga, man braucht einfach kuriose Items. Ja. Ich finde die Online-Items so minus eigentlich. Ja, was denn? War geil, oder? Ja. Oh, fick dich! Ja, war das auch geil, ja? Verpiss dich. Hat die Flamme schön gebrannt in die rosane Rosette, ja? So. Die Lache, Alter. Ja, ich glaub, da muss ich schon an gewisse Arschlöcher denken. Das erinnert mich irgendwie hier an, wie heißen die beiden von MTV hier? Beathead und Butthead oder so. Genau. Ah, Horny, bist du mal eine Banane rein? Hab ich dich weggesniped? Beavis und Butthead waren geil. Ja. Normal, Digga. Die Lache, Alter. Ja, richtig geil, Digga. Hey, na, schon wieder drei rote. So viel Lache ist drauf geschoben, die Serie. Ja, genau. Oh, ausgewählt. Gib mir was Gutes. Oh, wer ist in meine Route reingefahren? Danny, ich brauche sie noch, Mann. Alter! Bist du frustriert, Horny? Ja? Wieso? Einen Moment, ja. Nö. Ach komm, leck mich. Ja. Bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden? Wie fühlst du dich, Horny? Scheiße. Oh, wer ist denn da so weit vorne, ey? Neunter. Ja, ich weiß. Und keine Ahnung, was hier los ist. Ey! Monte, auf extra richtig, gefallen, richtig so auf extra. Ja, ich hab richtig so auf die Pflanze in dein behaartes Arschloch geschoben. Ja, hast du wenigstens ein paar Haare mitgefressen mit deiner Pflanze. Ey, ich fall runter. So, Freunde. Ey, du fällst runter, wie geht das denn? Ja, Mama, was ist das? Ey, meine Güte, ich kriege alles ab hier. Du bist einfach scheiße, Horny. Halt die Fresse. Alter, eine für den ersten, ja moin. So, Freunde, entweder ich riskiere jetzt. Nee, noch nicht. Erst wenn die nächsten Kisten kommen. Zwölfter. Ich bin einfach Zwölfter. Ey, guck mal. Ich bin Elfter, Digga. Ja, ich krieg nur scheiß Geschenke. Und Danny eben noch pushen. Ja, ja, online. Ey, das war so klar. Guck mal, ich. Nee, Freunde, wir machen mal ein internes Turnier. Dann werden wir mal was sehen. Weil ich hab das Gefühl, diese Lobby-Joint-Scheiße hier wieder, weißt du? Nee, Digga, das gebe ich mir nicht. Komm, gleich mal raus. Gleich mal raus hier, Digga, und dann. Boah, jetzt werden wir mal was testen. Mal gucken. Flying 10. Ja, Digga, Flying Pickel hier, ey. Echt. Also bis jetzt hast du nur Online-Minuspunkte gemacht. Ja, Digga. Ist mir noch nie viermal hintereinander passiert, Alter. So, warte mal. Zack. Ich bin zurück, ne? Jetzt. Sag Bescheid, wenn ich joinen kann. Raum erstellen, zack. So, alle Strecken, dies, das, bub. So, Freunde. Zack. Das kann es nicht sein, ey. Ham, ihr könnt joinen? Jo. So, Freunde. Horny ist schon drinne? Bin unterwegs. Ah, meine Freunde. So, währenddessen, ne? Zeige ich mal hier kurz mal. Oh, Uwe, ich habe gerade gesehen, die Statistik. Nee, hab ich noch nie gesehen. 390, 321, 23. Ich komm noch, pass auf, du weißt. Ich sag mal Level, Alter. Ja. Guck mal nochmal die Statistik nach. Freunde, einen Moment, ich muss mal kurz Werbung machen für King Controller hier. Guckt den euch an, Freunde, mit LED hier. Guck mal, oh ja. Boah, geil, wichsen. Ja, könnt ihr euch natürlich in der Videobeschreibung gönnen, meine Damen und Herren.
Übrigens hier. Das ist auch der, mit dem ich hauptsächlich gerade spiele. Ich habe noch zwei andere, aber der ist so gerade mein Liebling. So, starten. Hey, was stellen wir denn mal jetzt hier ein? Ne, fangen wir erstmal locker auf diskret an hier, aber da weiß ich, dass Monte sich darüber freuen wird. Einen Moment. So. Wenigstens das erstmal. So fangen wir erstmal an. Komm. Ganz nett, weißt du? Ohne Kopfschmerzen. Jetzt bin ich gespannt, ey. So, was nehmen wir denn hier? Komm. So. Jetzt bin ich gespannt, ey. Abfahrt war wieder klar. Oh ja, die Map ist auch geil. Honi, sehr gut gemacht. Ja, danke. Mhm. Die fahre ich auch gerne. So. Jetzt muss das klappen, Freunde. Komm. Drück mir die Daumen, ey. Zack. Bam. Let's go, Alter. So. Diet. Die Musik ist so geil. Diet. Ohne Computer? Die. Ja. Ja, einmal so, wir wechseln. Wir machen mal verschiedene Turniere. Aber kuriose Items, ne? Jo. Fucking das Glockenteil da. Ja, hier, attackieren! Nee. Oh, Ratte, Alter, wer war das? Wer hat die Scheißbrötet? Ja, warte ab. Hier, ey, was soll das? Ja, hat dir das gefallen? Ja. Wieder einmal weit vorne, aber ihr wisst, wie sagt Monte immer so schön, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. So, alle müssen oh, gemeinsam so eine... Hier kriegt man auch mal noch ein Tor hier, raus. Oh, ah, doch nicht. Was? Falsch gedrückt. Danny, da war ich ein bisschen zu schnell, oder? Alter, so. Uwe wollte ich schon sagen. Monte, hör auf, den scheiß Bumerang nach hinten zu hauen. Und was ist, wenn nicht? Was willst du dann machen, ne? Dann kriegst du eine rote von mir. Willst du dir den Finger in den Arsch stecken? Kriegst du... Monte, auffällig viel vom Finger in den Arsch stecken, Freunde. Das müsst ihr ja, ja, normal, Digga. Ich hab so ein Trauma von deiner Mama. Oh mein Gott. Ja, ja, das wäre auch neues einfach, Digga. Nee, es gibt nichts Neues. Das hier, der Real... Oh, okay, da auf dem dritten. Schnauze hier beiseite. Na, da geht's schon wieder los. Oh, Danny ist der Gott, Typ, der kriegt immer die krassen Items, oh, Freunde. Er wünscht sich einen Blitz und dann kriegt er einen Blitz. Wisst ihr, Alter, wie weit hinten ich bin. So, hier kriegt man auch einen Boost. Warte mal so, zack. Ah, jetzt, juhu, sauber. Rakete. Also, Uwe, so weit vorne bist du aber noch nicht im Übrigen, ne? Ja, aber... Bin genau hinter dir, Digga. Zack, zack. Alter, wie lange die Rakete einfach hält. Zack. Meine war so kurz, Digga, das war nicht zu fassen. So, wir nehmen jetzt mal eine tödliche Abkürzung, pass mal auf. Die gleich kommt. Moment. Bumm. So. Hier immer, oh, Freunde, Danny. Jeden verschissenen Pfeil mitnehmen, der geht. Guck mal, sowas wie hier. Zack. Bumm. So, Freunde. Ich riskiere es einfach. Soll ich riskieren? Nee, das kann ich gar nicht riskieren. Der Zeiger ist viel zu weit weg. Hä? Was ist denn das? Also, du wolltest die Abkürzung fahren, ne? Ja. Freunde, was soll ich dazu jetzt sagen? Guckt euch das an. Ohne Lobby-Joiner, ohne Leute, die darauf aus sind. Ah! Der Flying Uwe spielt! Geil! Was ist los? Ganz diskret Erster geworden. Das fühlt sich gut an, sagst du? So, es ist geil, Digga. Weißt du? Da weiß man wieder, alles klar. Komm. Sehr schön, Freunde. Das stellt mich zufrieden. Nicht einmal überholt worden. Danny sagt gar nichts, Alter. Danny ist richtig salzig gerade. Du stimmst doch gar nicht, Digga. Bist du salzig, hey, Danny? Alles gut. Bist du schüchtern? Bist du devot veranlagt heute? Ja, war schon ein bisschen schüchtern hier vor dieser großen Masse. So, da traue ich mich nicht unbedingt zu reden. Ja, so ab 150 Abonnenten, da wird es dann ein bisschen schwerer, sagst du? Da muss ich mal aufpassen, was ich sage, glaube ich. Eseland, Monte ist mutig. Oh, Alter, Monte, Digga. Montes Lieblings-Maps, neuerdings. Ich muss sagen, je öfter ich sie spiele, desto cooler finde ich sie. Man lernt sie lieben, ne? Man lernt sie lieben. Ja, auf jeden, Digga. Sehr geil. Von hinten lieben. So, meine Damen und Herren. Ja. Alles klar, ey. Ja, falsch gedrückt. Und, oh, aber ist sehr gut. Schön. Ja, egal, ja. Da macht die Geschenke mehr Spaß. Aber das ist das doofe, Uwe. Aber no hate jetzt. Oh mein Gott. Horny fährt wieder solide. Zack. Das ist das doofe, weil hier als letzter, als vierter bist du ja letzter. Oh, Uwe, guck mal hier. Bam. Ah. Oh, auf das ey, Thema. Geil, ich hab meine Grüne bam. Noch. Hey. Aber als Vierter kriegst du ja nicht die Geschenke wie als Letzter. So, also. Ah, ich weiß, was du meinst, okay. Ja, ja.
Da habe ich noch nicht so drauf geachtet, ey. Olli? Monte, ich bin gleich bei dir. Ja, mach nix, Digga. Komm her. Boah, fuck, Alter. Warum verpiss dich mit dem scheiß Bumerang, ey? Also, kann ich nämlich gut. Also, Pilze, auch ja, mal, wo sind die Pilze? Guck mal, Freunde, so geht's. Wisst ihr, was ich meine? Auf ganz diskret. Pack den scheiß Bumerang weg. Da ist der Monte schon wieder, weißt du, was ich meine? Alles gut, Bruder. Ich krieg ne Münze, was soll ich denn damit? Ich weiß, wir haben Furios eingestellt, aber eine furiose Münze, was soll ich damit, ey? So, Monte mit drei Grün vor mir. Hast du schon wieder einen Bumerang? So, einen Moment. Bam! Ah, Digga, du hast schon wieder eine Hupe, Digga! Bonnie hat auffällig viele Hupen, ne? Ja, du Hupe, ey. Möp, möp. Ja, nee, oh jetzt Gott. Nicht auf Titten bezogen, die hast du auch. Ja, hab ich dich zurückgehupt, ja? Ja, easy. Kann hat dir die Hupe durch, gefallen? Nur die Abkürzung hier. Nein, warum nicht grüne, was soll das? Ja, die rote, ach komm, ja. Schön, oh, nicht, Alter, wie du abgegangen bist, ey. Oder so richtig auf entspannt gerade, oh, jetzt hab ich einen Blitz. Jetzt hab ich eine Dings, da schnell. Ich hab keine. Oh, jetzt komm ich auf den scheiß Pilz. Vierter, nee, obwohl du so davon immer so viele bekommst. So, Freunde, zweiter, kriegen wir den Monte noch? Ey, wer rast an mir vorbei? Aua, ich hab einen Fehler gemacht, ich bin eine Schlampe, aua, Manu. Ja, Absent, nee. Alter. Ich fahr Moment, so schlecht, Freunde. Ne? Ja, fährst du schlecht, Danny? Hm? Oh. Ey! Oh, geil. Oh. Da versucht der Horny jetzt auf Kant zu snipen! Die Abkürzung nehme ich mit, ihr Forzen! Oh, was für ein Ersten? Oh nein, Uber, das war rein, Digga! Hier, gutes Fahren nehme ich, liebe Freunde! Was denn los? Ja! Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Geil, Alter! Oh, Danny, du hast... Solide zwei Punkte aus zwei Rennen. Danny, du hast doch eben gesagt so, ja, Uwe, soliden... irgendwas war doch da, was ist jetzt auf einmal? Plötzlich Dritter? Haben sich da die 150.000 Abonnenten wieder eingeschüchtert im letzten Moment, oder was? Hallo? Ja, geil, Digga. Geil, Alter. Das war schön. Das war schön. Heute ist nicht mein Tag. Ja, da, bei dir ist nie der Tag. Ja, komm, reden, laber nicht. Was war denn gestern? Wie, was war gestern? Hm? Ja? Was war denn gestern? Wie, hast du irgendwie Gesichtsdruckung oder was? Hast du gekokst, Horny? Was hab ich? Wieso, Monte hat doch schön dick gewonnen. Für ihn war doch ein guter Tag, oder? Nein, nicht immer. Also, ich hatte 180 plus am Ende des Tages. Mhm. Hat sich ganz gut angefühlt. Wie viel plus hattest du nochmal, Horny? Ich hab dich was gefragt, Alter. Was denn, Danny? Nice Map. Welche war denn? Ich hab nicht drauf geachtet, weil ich Horny beleidigt hab. Party. Party-Strecke, glaube ich, oder? Nee, keine Ahnung. Irgendwo, ja, die Arno-Strecke. Ah, die. Stimmt, diese, ja, stimmt. Wo Danny immer sagt, ey, dreh einfach um, das sieht aus wie ein Arschloch. Der schöne Donut, ja? Hier beiseite. Mhm. So, Freunde, pass auf. Attackieren in der Luft, Jungs, yeah! Ja. Ach man, ich attackiere mich selber! Hat sich der Horny so gedacht, so auf Kampf mit der Banane, weißt du? Hat nicht geklappt, scheiße. Nee. Boah, Digga. Aua, ist halt knapp. Aua. Hey! Ich hab keine Dings bekommen. Ah, Monte, willst du hinten rauffahren? Willst du da hinten rauffahren, Uwe? Nein, ich will's nicht! Nee, dann lass es. Ja. Oh, schießt du bitte den Horny ab, ja? Ja, klar, Digga. Oh, du klaust mir die Kiste. Ey, die sind Horny vorbeigeflogen. Ah, egal, macht nichts. Easy. Ja, hier, easy. Guck mal, Horny. Ja. Zack. Hä? Ich hab zwei Bananen noch, Alter. Was ja, egal. Ja, da hast du doch eine Lücke, Digga, wenn du nur drei hattest. Weißt du, was ich meine? Kommt eine Lücke. Ja, nice. So gut, Danny. Oh, ich Idiot. Was war das denn? Ich bin so, ach, Mann. Manchmal drücke ich, bei Nintendo 64 konnte man, wenn die Items so gerollt sind, ne? So skippen, ne? Genau, dann konntest du drücken und dann, ey, das habe ich immer noch drinne. Oh, schon wieder durchgefahren. Wer ist Dritter? Immer noch drinne, ey. Weiß nicht. Wer ist Dritter? Horny! Drück ich aus Versehen, ey. Oh, bist du ein Wichser, Alter. Das lässt Horny sich schmecken gerade. Na, tat gut, die Hupe. Der Tröten-Horny ist am Start. Tröten-Horny-Merch kommt bald. Mit einem ähnlich guten Motiv, hoffe ich, wie Leggy Lobbt. Halt die Fresse. Boah, wo seid ihr denn, alle? Heilige Scheiße, Mann. Ey, Mann, Uwe, mach doch nicht diesen, ne? Danny! Ich bin uncool von dir. Nee, komm. So, oh, Freunde, geil. Das ist spannend, Freunde, das ist spannend. Richtig spannend.
Ich habe kein Geschenk bekommen, ich hasse mein scheiß Leben. Ja. Hast du bekommen eine rote? Oh, ich weiß nicht. Kann ich nicht erkennen. Oh, ja, der Rakete, mein Gott. Ja, schmeckt, oder? So, Freunde. Ja, wohl gar kein Problem, Digga. Also wenn auch da jetzt einer einen Pilz kriegen sollte, wisst ihr, was ich meine? Das Ding gleich. Goldenen Pilz. Oh, mit Bananen wollte er mich ernsthaft? Sniden? Ja, was anderes habe ich leider nicht bekommen. Oh, hast mich sogar getroffen, aber geil. Nein, oh mein Gott! Du bist auch scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, Horny, dann kriegen wir 3 Punkte. Oha, Digga. Horny. Horny? Cut. Ja, Horny, 35 Minuten musst du dich noch vergewaltigen lassen, mein Bester. Ja. Nimm einfach mal eine Ibuprofen, Digga, dann schmerzt das nicht ganz so doll, oder? Ah, geil. Daniel Horny, irgendwie ist bei euch da der Wurm drin, ne? Oder? Mann, ne, ich bin der, da bin ich sehr, ganz zufrieden mit eigentlich. Mario Kart hasst mich heute. Ich brauche mal ein anderes Auto. Was? Ich glaube, ich brauche mal ein anderes Auto. Liegt wahrscheinlich im Auto, ja, stimmt. Ja, macht Sinn. Ja, Freunde. Oh, die Röhrenmap. Das ist die, die ich ausgewählt habe. Welchen Geschmack hast du gerade wieder? Hier dieses, wie heißt der? Pinkman? Nee, das hat mir ein Kollege mitgegeben. Ich weiß nicht, irgend so ein Frucht, aber auch übelst lecker, richtig köstlich. Okay. Ich muss ja sagen, da habe ich schon letztens zu Monte im Livestream gesagt, als wir zusammen gestreamt haben bei Monte, als ich ihn besucht hatte. Ich bin ja kein Raucher, ne? Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber wenn Monte diese Pfeife da neben mir raucht, ne? E-Zigarette? Alter, das riecht schon, das wie so ein Duftbaum. Also richtig geiler Geruch, wirklich. Schmeckt auch echt lecker. Danny geht's genauso. Danny ist ja auch. Digga. Danny hat sogar schon mal dran gezogen, als sie nicht drauf war. Absolut fast gestorben, Digga. Das ist echt geil. Man muss irgendwie, weiß nicht. Ja, es riecht wirklich sehr gut. Und es schmeckt auch gut. Das ist, also wenn ich könnte, ich schaff's leider noch nicht, ich rauch weniger dadurch. Aber wenn ich könnte, würde ich ganz aufhören zu rauchen damit. Ja, ist natürlich jetzt nicht unbedingt gesünder, man weiß nicht. Aber es ist angenehmer, sagen wir es mal so, attackieren will. Ich habe komplett dadurch aufgehört mit dem Rauchen. Mit der E-Zigarette also, oder was? Ja, ich mache nur noch E-Zigarette. Attackieren. Oh. So, Freunde, ganz diskret erster wieder. Noch ist ja nicht Feierabend. Ja, ich weiß. Noch sind die Hasen nicht gesammelt. Ruhe. Ja, was denn, mein Scheiß? Hm, gefällt dir das? Ey, verpiss dich mit dem scheiß Bumerang! Die Röhrenmap finde ich so geil, wenn man mal auf den Track achtet, auf dieser Map, also den Sound, da haben sie richtig so diese alten Oldschool-Sounds mit eingebaut in diesen Remix so. Und deswegen mag ich sie, die erinnert mich so an Mario 3 so, das ist einfach was Geiles so. Mein Gott, ein bisschen Oldschool mit reingebracht. Oh, die ist so verzweifelt! Alter, ich hab ohne Witz, ich hab gleich keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Auf Minus, nein, weil meine Map eben weg war. Komm, während der Fahrt habe ich mal kurz die Karte wieder einblenden lassen, meine Damen und Herren. Ja, genau, jetzt kriegt er auch noch einen goldenen Pilz. Sehr schön, dritte Runde, meine Freunde. Zack. Bumm. So. Zack. Bumm. Und dann so. Bang! Zack. So, die Strecke fahre ich erst seit neuestem so, dass ich die Kurven ebenso gefahren bin, aber das ist für mich der effizienteste Weg. Horny? Ihr seht auch, Vorsprung ist gut da. Zack. Ey, dieses Game will mich heute echt verarschen, ne? Du fährst einfach scheiße. Das ist das Problem. Scheiße. Kurz Gold wieder, bumm. Münzen aufsammeln. Ah, wir riskieren mal was. Das war, ist jetzt sehr riskant. Oh, guck mal. Alles gut. Wieder 3 Güne auf nass. So, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Online! Da kann man nicht wirklich sehen, wer der gute Fahrer ist oder so. Das sagt er natürlich, weil er online die Fresse bekommt. Nein, weil das... Ja, holy shit, Digga. Es ist einfach so online, da kommen die Joiner hinterher, wenn man die Subscriber von Twitch annimmt, bla, das ist immer das Gleiche. Dieses Turnier, meine Damen und Herren, hat mal wieder was anderes gezeigt. Und zwar den soliden Fahrer. So, ich bin zufrieden. Wir können ja jetzt doch mal wieder online machen, ne? Oder wollen wir noch mal intern mit Computer? Was sagt ihr? Computer finde ich eigentlich ganz geil. Computer. Da hatte ich jetzt gerade so Glück, Alter. Ja, aber trotzdem, letzter der Horny? Was ist los, Horny? Äußern Sie sich mal dazu? Ich halte mich meiner Stimme. Ja, ärgerlich, Digga. Aber gut, sei dir gegönnt, ist ja deine Aufnahme. Ja, vielen Dank, Monte.
Halt die Fresse, Alter. Das sind gute Verlierer, meine Damen und Herren. Yeah. So. Ja, was sehen wir denn jetzt? Ne? Pass mal auf. Ist ja alles kein Problem, Freunde. So, jetzt sauber. Ja, Moment. So gefällt mir das, meine Freunde. Das gefällt mir. Ja, gefällt euch das auch? Oh nö. Oh nö. 200? Ja. Ja, aber passt auf. Lasst euch mal überraschen. Mal gucken, ob es auffällt. Danny? Ja. Willst du deine Map? Ja, ich überlege noch wieder. Jetzt kommt wahrscheinlich Käseland, ey. Nee, komm doch hier. Ach ja, Freunde. 200? Wenn ihr jetzt euch fragt, ja, wo ist denn hier der Carsten, der gute Elotrix? Ich habe Carsten 3 oder 4 Mal angerufen. Danach habe ich ihm noch eine SMS geschrieben. Eine SMS mit Digi, was ist los? War doch besprochen, wir wollten uns treffen. Komm aber gerne dazu, wenn du jetzt eine halbe Stunde später kommst oder so. Mal gucken, ob er noch auftaucht. Oh. Ungefähr so wahrscheinlich wie ein 6er Lotto. Ja. Moin. So, mit Ansage erster. Oha, okay. Mit Ansage vor Horny. Für den zweiten reicht sie nicht, glaube ich. Ist das 200? Ja, naja. Machen wir schon 200, das macht echt Spaß. Ja, das ist schon geil. Hey! Hey! Oh Mann. Einen habe ich noch, Rubel. Oh, Digga, heftiger Typ, Alter. Heftiger Typ. Oh, Danny ist auch so ein Typ, der guckt extrem oft nach hinten bei Mario Kart. Extrem, der guckt ganz oft nach hinten so. Oh, macht Monte aber auch mittlerweile. Vorhin hat er. Ich guck auch nach hinten, aber du guckst sehr oft nach hinten, so richtig so, als wenn du nur mit hinten Wer schießt. Wer ist Baby Mario? Das ist ja auch wichtig, Digga. Wieso werde ich denn nach hinten? Hallo, Horny. Jetzt krieg ich die Bombe ab. Ja. Ich hab die Bombe. Was ist das denn für eine Scheiße? Holy right now, look at this. Oh, diese Logik, Alter. Danny, geh weg. Nee, Digga, keine Zeit. Hey, oh, Mann. Habt ihr das gesehen, Alter? Was war das denn? Wieso bist du denn da nicht explodiert, Uwe? Ja, hab ich mich auch gerade gefragt, ey. Weil ich war eigentlich voll in Reichweite, Mann. Ja. Ey, boah, Freunde, guckt euch das an, Alter. Ja, rein da, das gute Stück. Yeah, look at this. Zack, hier braucht man auch... Ey! Danny, Danny, ne? Ach so, okay. Hier, bei dieser Map braucht man auch bei 200 nicht mal einmal bremsen, Freunde, oder nicht mal vom Gas gehen oder so. Das läuft alles richtig reibungslos hier bei der Map. Das ist richtig so eine 200er Map, ey. Ich finde die auch richtig geil, deswegen habe ich sie auch gewählt. So, Uwe, hier attackieren wir. Nee, hör mal auf. Mach nicht diesen. Doch, Dicker, nimm mal hier. Nein. Ach man, ich treffe mich selber. Ja, geil. Bist du noch kein guter Scharfschütze? Musst du noch lernen in der Bundeswehr, hm? Nee, Bundeswehr. So. Ey, warum hat er denn die Tröte nicht abgekriegt? Apropos Bundeswehr. Runter. Bundeswehr habe ich damals auch abgesagt, weil ich mich da selbstständig gemacht habe, YouTube etc. Und dann haben die mich... genau, beim ersten Brief haben die gesagt, nee, du musst kommen. Und dann hat beim zweiten Brief meine Freundin, sauber, erster, einen richtigen Brief mal hingeschrieben. Haben sie gesagt, okay, wir lassen sie in Ruhe, sie müssen nicht kommen, bla bla und so weiter. Ich wurde bei der Bundeswehr verhaftet. Bei mir kam auch die Polizei, Digga. Bei mir kam auch die Polizei. Ich wurde auch verhaftet, Digga. Wo du das gerade sagst. Aber ich wurde direkt bei der Musterung verhaftet. Warum? Achso, hast du schon. Okay. Eine Handstelle abgeführt. Stimmt. Da standen die bei mir in Wilhelmsburg vor meiner Haustür, die Polizei. Und das Geile ist, jetzt hör zu, den einen Polizisten kannte ich vom Jiu-Jitsu-Training, den hatte ich mal besucht an seiner Schule und so, mit dem war ich ganz cool. Ich so, ja, sorry, Brief, viel zu tun, dies, das, ihr wisst, wie es ist. So, und dann haben sie mich hingefahren, und dann musste ich zum Muster, die haben mich zur Musterung hingefahren, Alter. Scheiße. Wart ihr echt nicht beim Bund? Nee, Digga, da habe ich mich selbstständig gerade gemacht. Ja? Bin zu jung, Digga, Gott sei Dank. Warst du beim Bund? Hast richtig Grundausbildung gemacht, Honi? Ich war zweieinhalb Jahre war ich da. Ah, hast du Teil verpflichten lassen oder wieso zweieinhalb Jahre? FWDL 23, also 23 Monate freiwilliger Wehrdienstleistender. Okay. Also Honi? Mit Auslandseinsatz und den ganzen Kram. Okay, und wo warst du? Oder warst du nirgends? Meinst du Ausland? Mhm. Nee, ich sollte eigentlich, aber... Typisch ist ja mal Afghanistan meistens raus, ne? Ja, ich sollte eigentlich nach Afghanistan. Ja, siehst du immer Afghanistan. Das war 2006, wo das gerade noch so aktuell war. Ja. Aber dann kam irgendwie was dazwischen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Okay.
Nee, aber ich war beim Bund, ja. Also ich hätte damals auch extrem Bock drauf gehabt, auf die Grund, also dieses sportliche, disziplinierte, ich habe da ja richtig Bock drauf, ne? Ich hätte auch so Bock auf Scharfschütze gehabt oder irgendwie sowas Geiles, weiß ich nicht, so, aber aufgrund meiner Selbstständigkeit und auch natürlich so, ist halt Gewalt, Krieg ist Gewalt, so, und das ist immer so eine Sache, so. Ja, Gott. Danny, was war bei dir mit Bundeswehr, so? Nee, ich bin noch zu jung, Mann, also ich musste nicht. Also die Zeiten sind ja jetzt auch vorbei, wo man genau, ist, weißt du, ich bin 21, so Glück gehabt, raus aus dem Schneider. War aber echt eine geile Zeit, also ein bisschen vermisse ich das schon. Oh nee, ich hätte keinen Turn-off gehabt. Doch, war geil und wirklich. Den ganzen Tag zusammen scheißen lassen von irgendeinem Typen. So ist hatte das auch gar nicht. Keinen Bock drauf, Digga. Das ist nicht so. Stimmt, Rekruten. Stimmt, ja. Kollege vom Kung-Fu-Training hat mir damals mal erzählt, er musste ansehen, wie sein Kamerad von so einem Panzer, weil er umgekippt ist auf so einem Berg und sowas in der Übung, gequetscht worden ist, weißt du? Weil er war oben, hat da durch die Luke da geguckt, keine Ahnung da, weißt du? Ja. Da ist der Panzer umgekippt so und dann, ach du Scheiße. Ist er gequetscht worden. Und ein anderer hat mir mal in der Bar erzählt, mit dem habe ich zusammen auch in der Live-Firma gearbeitet, er war auch wesentlich älter, 20 Jahre älter als ich oder so. Dann mussten die so Granatenübungen machen und dann gibt es da so einen speziellen Bunker, wo sie dann Granaten rauswerfen müssen, so. Aber die ganze Truppe guckt von außerhalb zu, durch Panzergläser oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas war das. Und dann schmeißt der eine die Granate und dann ist sie aber im Bunker reingefallen wieder, wo er drin selbst stand, weißt du? Ach, wow. Scheiße, und dann ist das Ding explodiert, ja. War aber nur Übungsgranate, ne? Keine Ahnung, er ist tot, Digga. Da war es keine Übungsgranate, glaube ich. Ja, nee, dann war das keine Übungsgranate. Keine Ahnung, er ist tot, Digga. Ja, wer ist ein Erster? Uwe? Dritter, Digga. Wer ist Erster? Computer, oder? Ja. Ich habe Computer auf schwer eingestellt übrigens, ne? Ach so. Ja, war ein bisschen herausfordernd. Nee, das war aber schon, Danny. Also, Bundeswehrzeit war schon echt eine coole Erfahrung. So. Ja. Halt auch 30 Kilometer Marsch und sowas alles, das war schon ordentlich. Früher hätte ich auch so Bock gehabt, so auf so Survival-Kram, so aussetzen, so. Gab es das auch so? Ja, ist doch 30 Kilometer Marsch. Okay. Also du hast einen Teil, also bei uns war das auf jeden Fall so, wir wurden auch mit einer Truppe, was war das? Das war damals Jubiläum, weil wir mit einer Stadt irgendwie eine Partnerschaft hatten, so. Ja. Dann wurden wir auch im Wald ausgesetzt mit Kompasskarte und so, mussten wir dann dahin finden. Und, der 30 Kilometer Marsch, da wurden wir halt so ein bisschen vorbereitet, so wie man halt die Liege baut, wenn jemand verletzt ist, dann müssen wir den ein paar Kilometer schleppen und. Also okay. Das war echt geil. Also H1, Z1 in real life. So ungefähr, aber die Füße danach, ne? Ja. Ich hatte so viele Blasen, aber jeder. Okay. Und die Offiziere und so, die das alles leiten, haben die das alles mitgemacht oder musstet ihr selbst? So. Also war da mal einer... Ich bin mit einem Jeep hin und nebenher gefahren. Echt jetzt? Ja. Scheiße, Alter. Denkst du, die laufen? Ja, wer dann so auf Welle macht, der muss es dann auch selbst können, weißt du? Nee, die sind nebenher gelaufen. Aber wir hatten einen, der war unser Oberfeldwebel, der war Kettenraucher. Okay. Wirklich, der hat eine Kippe nach der anderen angezündet. Alter, der hat eine Ausdauer gehabt, der Typ, ne? Der ist, die Bahnen, die wir gelaufen sind, 3 Kilometer oder 10 Kilometer... Hat er die Hälfte von unserer Zeit gemacht, so weißt du? Und direkt danach eine Kippe angesteckt und erstmal schön durchgeatmet. Ja, Gewohnheitssache, ne? Der Typ, Alter, der war heftig. Den hat das gar nicht gejuckt. Ah, keine Kiste gekriegt. Nee, aber ist auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Waffenausbildung war gut. Ja, genau, sowas wäre auch geil eigentlich. Da hatten wir hatten schon das G36. Ja. Da denkst du im ersten Moment, wenn du das erste Mal das G36 in der Hand hältst, dass das eine Spielzeugwaffe ist. Das ist fast nur Plastik. Okay, ja, aber muss ja leicht sein wahrscheinlich, deswegen, oder? Ja, gut, das G3 war halt nicht aus Plastik, ne? Ja. So, aber das G36, also das meiste dann für den Bauteilen war Plastik, außer der Verschluss und so. Ja. War toll. So, Freunde, ich bin ganz diskret Zweiter mal hier kurz erwähnt. Monte, bist du Erster oder was? Nee. Oh, Rakete, haut rein, Jungs. Du Arschfotze, Alter. Arschfotze. Man kennt ihn, Vierter, vielleicht. Oh, das war eine richtig lange Rakete, heilige Scheiße. Ah, der Computer mal eins rein. Ach nee, das ist Horny, Digga. Was? Du bist Erster. Ey, das verstehe ich nicht.
So, ich habe 3 grüne, ja? Ja, aber der trifft doch durch die Lücke, weißt du, was ich meine? Da musst du nach hinten Ich krieg schießen. Nur Pilze wieder, Digga. Es ist, ich glaube, eigentlich eine Rakete. Oh, hier. Okay, ey, der scheiß Mario-Computer-Fotzensohn, Alter! Der war so an mir dran, ich konnte die rote nicht abfeuern, Alter. Oh nein, der ist sogar noch Dings, ey. Erster. Oh, so läuft das doch hier. Dreht aber auf 200, muss ich sagen, sind die Computerspiele, also die Computer sind stärker. Irgendwie. Nee, ich hab Dings, ich hab auf schwer eingestellt. Ja, weißt hatte du? Monte doch auch mal in einer Folge und da waren die total easy. Aber da sind wir 150er gefahren. Vielleicht fährst du auch scheiße, Horny. Vielleicht kannst du das da anlegen. Nö. Dann wäre Mario ja jetzt nicht erster geworden. Ja. Wird rausgeschnitten. Einmal die Map, Alter. Dings hier. Hollywood Boulevard, wollte ich gerade sagen. Ja, Regenbogen Boulevard. Geil. Die kannst du auf 200 so geil, Alter, durchziehen, ey. Monte, wirklich? Abfahrt auf 200? Ja, auf Herausforderung. Alter. Abfahrt geht aber, glaube ich, sogar. Oh, nice, hey. Digga, ja. Jetzt freue ich mich und klicke gleich so auf die Fresse. So, Freunde. Spannend, ey. Ich will das Ding gewinnen, dieser scheiß Computer Mario, ey. Ja, ist gut. Ne, ich attackiere jetzt, Digga. Ich greife noch an, ich hole den Scheiß noch. Okay. In der letzten Runde 40 Punkte aufholen, sagst du? Monte Koks kurz, der ist nicht drauf und kann so fahren. Ich glaube schon, Digga. Abgewürgt. Ah, der Mario fährt auch Dings, ne? Motorrad, ich glaube, das ist auch wieder so eine. Oh, du bist so eine Fotze, Digga, ich schwör's, ich nehm dich auseinander. Mit geil, der Hupe, ne? Drückt er mich runter, ey. Ist da drauf? Pass auf, wie ich ihn krieg. Ach, Digga, Danny, Alter. Hey, weil ihr alle so langsam seid, fahr ich gegen euch. Oh mein Gott, ich fall runter, weil ich nicht gebremst habe. Ja, so gehört sich das. Oh, wie ich. Oh nein! Alter. Boah, alter Monte. Stern. Ist Monte runtergefallen, oder? Uwe! Komm her hier. Nee, keine Zeit. No time, baby. No time. Oh, komm. Ey, ich hab dich gar nicht berührt. Ausgewichen. Ja, geil. Oh, hier oben. Ach, komm doch, Digga. Ja, schieß Horny ab, Digga. Dann kann ich ihn auch gleich nochmal überholen. Oh. Und schon wieder eine rote. Was ist hier los? Jetzt gönnt mir das keiner mehr hier, ne? Ja, so ist das hier wieder. Oh ja, genau so. Oh ja, das tut so gut. Was hast du? Oh. Ja, so, ne? Jetzt hast du Respekt, ne? Ja, gefällt dir das? Oh. Attackieren. Ey, die Rakete hört auf, ich krieg 3 Grüne in die Fresse. Oh, Monte, was war das? Monte wurde attackiert von mir. Oh, Freunde, es ist spannend, glaubt mir, es ist spannend. Guckt euch, wie ich die... Ja, genau so, wie rund ich... Ah, ich meine, ich bin eine Schlampe, ich geh anschaffen auf dem Kiez für 2,50! Ey, was soll das? Oh, bitte lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich fick dich, Digga. Nein, ich will nicht gefickt werden, bitte nicht. Es tut mir so leid. Uwe, ich fick dich! Nein, nein! Oh, Sechster! Ey! Horny auf diskret Erster, Alter. Oh, Horny, ey. Ich hab auch geschwitzt wie so ein Fassbeutel. Deswegen war er so still, Alter. Ah, jetzt bin ich mal auf die Punkte gespannt. Oh! Wieder Erster, meine Damen und Herren. So lobe ich mir das. Seht ihr? Du hast den Cup nicht bekommen, weil ich dich überfahren habe am Ende nochmal. Nee, komm, erst das erste, mein Freund. Gesamtsieger, zweimal hintereinander. Ihr seht, online, Lobby-Joiner, alle nur auf Flying Uwe rauf. Das bringt nichts. Hier kommt wieder der gute Fahrer zum Vorschein, meine Damen und Herren. Und jetzt können wir ja nochmal als Beweis schön online spielen, ne? Ja, ihr wisst, da wird man wieder nur gejagt auf Krampf hin und her. Sehr gut. Das hat mich gerade wieder einmal dezent befriedigt. Lusttropfen ist in der Hose bis zum Anus gelaufen. Sehr wie ätzend. So, folgt mir mal wieder. Wir machen mal ein schönes Online-Spiel. Global. Mit ein paar Japanern. Warum bin ich denn rausgeflogen? Weil er hat online join. Join, mein Bester. Join. Join dem Lusttropfen hinterher. So, suche nach Spielern. Bin schau beim Warten zu. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so eine volle Mülllobby oder sowas. Was? Ich konnte nicht teilnehmen, stimmt. Ah, oder? Auf Krampf hier, ja, das ja, bringt nichts. Ja, dann ist die Lobby voll. Ja, ich gehe gleich wieder raus. Ja, Freunde, da ist Mario Kart bzw. die Nintendo Wii U ein bisschen unterentwickelt. Man könnte echt sagen, komm, wir sind eine Lobby, ne? Wir sind zu viert. Lasst uns gemeinsam joinen, dass er erkennt, okay, geht das oder geht nicht. Das wäre geil, stimmt. So, das ist wie bei jeder anderen Konsole auch, aber hier ist das echt noch, weiß ich nicht, ey. Ja, wow, ich join Danny der Lobby gerade. Danny, sonst such du mal kurz, weil nicht, dass er gleich wieder die gleiche Lobby hinterher joint ja, bei mir, weißt du? Ja, läuft, ich suche. Das ist echt immer...
Ich muss erstmal auf der aktuellen hier raus. Ja, einfach starten und dann beenden. Auf Krampf, so, ich bin jetzt auf der Suche nach einem Spiel. Zack. Alle jetzt so schnell wie möglich hinterher, Jungs. Also ich bin irgendwo drin, ne? Oh, jetzt ist aber kein Platz mehr. Oh Gott. Oh, ätzend, Freunde. Guckt euch das an. Das tut weh, Freunde. Das tut weh. Das tut weh. Gute 15 Minuten haben wir noch und die will ich jetzt schön online nochmal ausreizen, Alter. Player, Player. Ja, das sind Gast-Accounts, ne? Ach, ja, Mann. Kriegen wir noch hin. Was meinst du, kriegen wir noch hin? Eine scheiß Lobby zu finden wahrscheinlich. Ja, wissen wir. Sonst, Monte, geh du mal in eine rein, so auf Zufallbasis. Ja, mach ich, warte. Auf Zufallbasis. Ja, vielleicht ist bei ihnen nur 3 Stück drin oder so, weißt du? Weil während ich dann jetzt hier quitte und so, kann ich ihn jetzt gleich hinterher joinen, so. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, regional suchen. Ja, genau, mach mal join regional. Join mir nach. Okay, unterwegs, der. Oh, ich join dir, mein Herr. So. Sollte genügend Platz sein. Ja, nice. Das wieder das Raketenauto am Start. Das ist eine Aussage von Uwe, Alter. Ist genügend Platz. So ein richtig versauter Ficker. So, schau beim Warten zu und mach dich bereit. Alles klar, das werde ich doch mal tun. So, dann nehme ich meine fette Galone an der Hand, Freunde. Ihr wisst, Boots, Smilo Dogs, bestellt, Weihnachten. Gutscheincode wird wieder am Start sein. Jawohl, glaube ich schon leer. Da ist ja richtig Platz. Passt eine Menge rein, sagst du, oder wie? musst du uns jetzt zugucken, oder was? Ja, auf Krampf. Mach jetzt auf Moderator hier. Ja, mach doch mal, Digga. Ja, mach ich auch, wie beim Fußball. Aber wenn das Bild mal hier weiter... Oh, guck mal. Monte startet jetzt das Rennen und... Oh, den Kickdown hat er geschafft. Er ist nicht hängen geblieben wie in den letzten 10 Rennen. Und dann nimmt er die Rechtskurve. Ah, kriegt er ein Geschenk. Oh, er hat das Geschenk verpasst, meine Damen und Herren. Er muss. Nee, hab ich nicht. Was lachst du? Hä? Krass, bei mir hat das so angezeigt. Oh, Digga, da seht ihr wieder. Hey, ihr Fickfuss. Ja, direkt zu Anfang wird er durchgereicht. Und da kam der Face Knife. Oh, ich dachte schon, er fährt in die Banane rein. Wie heißt dein Charakter eigentlich? Der hat so einen witzigen Namen. Weißt du das, Monte? Uwe ist gay. Ja, geil. Ja, so gefällt mir das. Uwe Transe. Okay, Monte, nicht schlecht. Was? Okay. Der hat reingehauen, der Spruch. Nee, fand ich jetzt nicht. Der war nicht lustig. Und der war auch nicht irgendwie gar nichts. Der ging so an mir vorbei, Danny. Da bin ich härteres gewohnt, verschießen. Ich hörte nicht auf zu kommentieren. nee, komm ich hier weiter, du. Ich überlege gerade, Monte ist eben gerade die Kurve so richtig komisch und sinnlos gefahren. Er ist und schlecht Stichtag gefahren. Richtig? Ja, hast du gemerkt, ne? Du weißt, welche ich meine, ne? Ja, ja. Kannst, wir analysieren ihn jetzt, ne? Okay, mal gucken. Okay, das ist eine Standardkurve. Bumm, Standard. Kannst du nicht analysieren. Ja, weil das 10 Männer anderen auch noch machen, da kann ich keine Zeit, verstehst du? So, pass auf, mal gucken. Pass auf. Na, gucken. Ach, guck mal, was machst du da? Oh, und hä? Das verstehe ich auch nicht. Was machst du da, Digga? Kein Wunder, dass du immer Zweiter, Dritter wärst. Hä, was labert der? Nee! Ja, warum fährst du die Kurve komisch? Das ist voll. Was für komisch, Alter. Ich bin die Mörderin. Fahr dich durch das Wasser. Ja, du musst. Digga, Horny, du bist die letzte Rennbahn. Du musst immer die Ideallinie nehmen. Drei Punkte, was laberst du mich scheiße von der Seite zu, du Gurke? Ja! So, Freunde, jetzt pass auf, gucken wir mal nochmal. Die lange Kurve, Standard-Drift, okay, pass auf. Hm, zack, vielleicht eventuell noch goldenen Boost, genau. Rampe, Boost, jetzt pass auf. Da kann er durchfahren durch den Schatten, genau, wupp. Zack. So, jetzt pass auf, mal gucken jetzt. Ja, genau so, Monte. So wollen wir das sehen. Ach, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja, da geht's schon los. Bist du aufgeregt, Monte? Ja, normal Standard. Geil, Digga. Sehr gut. Okay, Freunde, es geht los. Monte konnte sich warm zocken, sprich psychologischer Vorteil für ihn. Oh, die Zelda-Map. Lass doch mal alle die Zelda-Map. Oh ja, auf jeden. So, Freunde. Oh, guck mal, da hast du eine kleine hübsche Maus so als Emoji Mario Dings Nintendo Figur, die im weißen Kleid mit Zopf sieht. Ja, die Fall sieht voll attraktiv aus, so voll auf, weißt du? No Hentai mäßig. Ja. Uwe schon ganz spitz. So, Freunde. Oh, Bowsers Festung ist auch gut am Start hier. 4-mal sogar. Uwe ansonsten steht er auf dem mit den grauen Haaren. Ja, alles klar. So Carsten in 40 Jahren. So, Freunde. Oh, 20.000 Punkte hat der eine hier. Buffalo.
Buffalo? Ein Buffalo? So, Freunde. Auf geht's. Ja, komm, reiß euch nochmal zusammen. 11 Minuten nochmal kurz richtig durchziehen, Freunde. 11 Minuten pure Emotion will ich erzählen. Pass auf. Zack. Ist Monte stehen geblieben oder wer war das? Ja, ich hab gerade am Handy einen Kollegen angerufen. Oh, ein Zehner auf dem Tisch, was? Mit mir ein Zehner auf dem Tisch? Schuldest du mir noch was? Ja, irgendwie? Ich schulde noch einen Zehner. Ah, du willst ja reine Weste auf die Nummer. Ja. Na, welcher Platz bist du jetzt gerade? Oh, 5. könnte sein. Na, ich bin 11. auf Krampf, Digga. Ja, machen wir nächste Runde, komm. Ohne Ehrenmann, Alter. Ah, du, kein Problem. Ja, komm. Komm, ist kein Problem. Ich komme. Machen wir deinen Zehner auf nass? Papa ist da, scheiße. Ja, nee, dann machen wir nächste Runde. Nee, komm. Da läuft was schief bei dir, kann das sein gerade? Ja, okay, dann machen wir doch. Ja, ach, komm, ich bin 10. aber der juckt mich nicht. Oh, der ist da vor mir, Mann. Der, ich war eben 11. und hab zugesagt, was ist los? Ach, komm, Alter. So, Freunde? 10 auf nass. Raus aus den Schulden, Digga, let's go. Raus aus dem einen Schuldenberg. Der andere ist ja noch groß. Rauf auf den nächsten Schuldenberg. Überall so ein bisschen anhäufen. So. Kommt, wo bleibt eigentlich der Blitz nicht für mich hier heute mal? Ich hab keinen Blitz jetzt. Ja, kaum wird. Ah, was einer da. Nicht mehr X die Rakete? Ah, ein Stern nehme ich auch. Digga, online ist so zu broke, Alter. Ja, es ist echt schwer, ne? So richtig so komische. Digga, ich fahr jetzt zwar auch nicht gut, Digga. Bin 10. 11. Das Einzige, was ich bekomme, ist ein paar Pilze. Ey, wer trifft mich? Das war ich, mein Schatz. Oh, Schatz. Oh Mann, ey. Ja, Uwe, Mann, das war Amma. Aua, nein. Das ist Danny. Ja, Windschatten, gib mir Windschatten. Okay. Ja. Danny geholt. Ja, jetzt. Wird's interessant. Komm schon, was richtig. Und ey, ein Blitz als 11, soll du nicht ficken oder was? Boom, boom, boom. Sauber, Freunde, oder wird jemand abgeballert? Das Monte am Stissel. Monte hat da auch irgendwie voll zu kämpfen, Alter. Aua! Ey! Ja. Ey! Ja, entspannt, Digga, entspannt. Ich bin so. Freunde, weg, was für eine Hardcore-Scheiße hier, Alter. Heftige Maus, Alter. Ich bin 10. und krieg einen Scheiß-Pilz. Oh, Danny, welcher Platz? Ach komm, fickt euch alle, Alter. Welcher Platz? Gefällt dir das? Krieg ich einen 10er? Bist du Letzter? Geiler Typ, wettet auf Kram. Ich wette nicht mehr Mario Kart, Alter. Geil, Digga. Ja. Yeah. Den hab ich auch auf dem 11. bekommen. Richtig gefreut, Alter. Hashtag passives Einkommen, meine Damen und Herren. In die Kommentare hier. Geil. Hashtag. Einmal knack in die Kommentare, Leute, falls die Qualität nicht gut sein sollte. Geil. Knack. Geil, ey. Ja, krieg nochmal ein 20, ne? Ja, nochmal Hashtag 20 in die Kommentare, meine Damen und Herren. Geil, Alter. Oh Mann, yeah. 20. Das ist schön, 20. Finde ich jetzt genau bei 200. Oh, schmeckt. Yeah. Oha. So. Hallo. Ah, herrlich. Nee, finde ich nicht so herrlich gerade. Also, doch. Es gibt schönere Sachen, glaube ich. Es ist gerade so ein richtig schönes Gefühl in der Harnröhre, so, weißt du, so auf. Und auch so hart pissen, Digga. Ja, ich auch extrem, Alter. So, Freunde, komm. Yeah. 7 Minuten, 6,5 Minuten nochmal. Pure Emotionen. Alles Freunde. Easy, Digga. Ja, Mann. Halt 04 auch. Bei Runden noch mehr Erster werden, alles gut. Boah, die fahren wir aber auch selten. Ah, Mann, die ist doch geil, die Karte. So, Freunde. Zack. Ja, ich spiele auch selten, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie die Map heißt. Oh, heftigen Start. Ich habe einen heftigeren Start gemacht als sonst. Das fällt mir jetzt auf. Das ist, weil du letzte Runde 12. geworden bist. So auf Mitleid statt. Ja, das war Mitleid. Mitleid, weil ich so scheiße bin. Schieß doch mal das Ding ab, Alter, mit deinem Prinzessin, Bitch. Nee, ich will Horny attackieren, Digga. Horny, piss dich, Alter. Ach, schade. Ey, kein Geschenk, Digga. Kann das sein, dass ich Letzter bin, Alter? Geschieht dir recht so. Ey. Ich bin wieder absolut 8. 9. Und Danny, ich seh dich. Bist hinter mir? Das ist traurig. Du. Pass mal auf jetzt. Ey! Ey! Oh, geil. Nice. Wie ich reinfahre. Pass mal auf, Freunde, auf diskret jetzt. Hier ist irgendwo eine Abkürzung da. Zack. Geil. Ich seh nix. Mach die Augen auf.
Ey, mit welcher Berechtigung? Ich bin Vierter, Horny ist Dritter. Ich krieg eine scheiß Mütze, Horny kriegt drei rote. Was ist denn das für ein scheiß Bug? War fair. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja, Freunde, das war schlecht. Oh. Oh mein Gott, Alter. Aua. Ey! Ja, fahr ach, Monte, Digga. Hier, Uwe. Ah, Mann. Ja, ja, auf. Da kommen die Leute, die Geld verloren haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Geil. Siebter. Oh. Das macht das Ganze ein bisschen spannender, wieder diskrete Pilze am Stil. Alter. Du reingefahren. Ich hab wieder jede rote. Ja, hier, Mann. Zack. Oh, aua. Ja, komm schon. Oh, gib mal ein bisschen Danny, ja, ja, komm hör auf. Hm? Attackieren, Uwe! Nee, keine Zeit, Bruder. Boah, die war so knapp. Zack. So knapp das Rennen hier. Extrem ultra spannend. Alle sind so nah aneinander. Ja. Hier ist alles offen. Ich krieg alles. Ey, Mann. Aua, es tut weh. Oh, scheiße, echt. Jeder Fehler wird hier so bestraft auf dieser Map. Das ist richtig so eine Eck-Mac-Map. Die sind alle so dicht aneinander, ne? So, bumm. Zack. Ja, gefällt euch das? Hm? Ja, you like that? Hm? Ja? Haut rein. Oh, da kommt der Soda. Ja, geil, Danny, was war das denn? Unfähig, da fährt er gegen die Wand, Alter, geil. Ich konnte den Pilz nicht kontrollieren. Yeah. Ja, Freunde, ihr seht. Ne? Also online ist echt anstrengend. Man kann also echt wenig Laune, finde ich, Digga. Einfach. Boah, ich finde, es macht schon Bock, keine Ahnung. Alle sind so nah aneinander, da kann immer alles passieren. So. Ja, das ist so. Aber der online kann auch ist, abfucken, wenn du vorne bist, einmal eine reinkriegst, kriegst du gleich alles von allen. Geil, Freunde. Das ist. Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dieser Stundenfolge, meine Damen und Herren. Ich denke mal, noch zwei Rennen werden es sein. Wir haben jetzt genau 56 Minuten und 51 Sekunden, Freunde. Dann noch ein Rennen wahrscheinlich. Ja, ein ganz gesundes Rennen hier. So, ich bin gespannt. Da gehen wir nochmal alles, komm. Ah, die Süße mit dem Zopf ist auch da. Ich glaube, der hat jetzt extra einen Zopf gemacht, so damit das Kampfshot-Gesicht frei ist. Versteht ihr, was ich meine? Schön deutlich das Gesicht zeigen, damit bloß keine Schmatze in den Haaren gelangt. Finde ich schön, gefällt mir. Super Nintendo auch. Den auf, Mann schreiben auf so eine. Monte programmiert noch mal seine HTML-Seite nebenbei. So, Freunde. Musst du kurz bei deiner Mom schreiben, dass sie kurz ein bisschen später kommen soll. Geil, wundert mich, dass ich überhaupt MSN betätigen kann. Eigentlich ja, aber genau. So, Freunde, komm. Uwe, 20? Oh, kein Problem. Willst dein Geld zurück? Ich meine Schulden erstmal haben, du Hund. Ich will mir erstmal jetzt hier frei machen von Uwe. Ja, du verlierst so oder so und holst dir auch wieder Muschi. Dann nehmen wir eine neue Folge auf. Uwe? Was denn? So, was ist los? Attackieren, Uwe, hier! Er hat mal Ansage gemacht. Ich habe gerade verstanden, dass Solution sich frei machen will vor dir. Ja, das brauchen wir. Schulden natürlich. Oh. Wo haben wir denn hier den Schulden? Jetzt krieg ich. Oh. Hier, Uwe. Ach komm, jetzt geht's hier, ums Uwe. Geld, okay. Ja, ist kein Problem. Ja, jetzt geht's ums Geld, da kenne ich nämlich nichts mehr. Ja, geil! Ja, geht's um die Existenz! Schulden, Daniel, ne? Oh, der 8er! Attackieren, oh, die Hunde! Oh, du warte. Zack. So, da ist Danny, guck mal. Da mal schön Boost. Nee. Oh, Danny hat einen Stern. Oh, da warte. War der. Da war der Stern. Nee, hat nichts gebracht. Oh. Wo bist du? Fünfter genau. Oh, ich hab einen Fehler gemacht, aua. Boah. Freunde? Hab ich da dich nicht Danny. Getroffen? Nee. Weil für gewisse so Dinge habe ich keine Zeit, weißt du, was ich meine? Ich auch. Das ist geil. Oh, die grüne, alter Schild. Alter, ich war so close. Oh, da hat Danny Pilze ohne Ende. Guck ihn dir an, da macht er sich davon, Alter. Ja, Digga, du weißt Bescheid, Mann. Mm-hmm. Oh, das Feuer! Ja, geil! Ja, das fühlt sich schön an. Oh, ich bin so an deinem Arsch, Alter. Ja, ich weiß, Digga. Ich weiß es. Ja, ey, das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal, dass ich drei Pilze. Aua, ich hab einen Fehler gemacht, aua! Horny, gib mir Windschatten. Nix, geh weg. Gib du mir mal Windschatten, Digga, auf diskret hier. Jawohl, Uwe! Ah, da kommt er, guck mal, ja, da ist er. Ja! Geil, ultra spannend und ein Stern auf nass, genau. Ey, look at this. Ist das lächerlich, Mann. Ja, gefällt dir das? Mensch, fick mich doch nicht die ganze Zeit von der Seite. Ja, geil!
Schöne Aggressivität in der letzten Runde, Alter. Ja. Zack. Ah, hat nichts gebracht mit der Rakete auf Krampf. Tommy, Mommy hier. Tommy, nee, no time, Bro. Business, du weißt, wie es ist. Oh, oh, ich bin durch die Flamme gefahren, ey. Oh. Erstmal mit einem kleinen Blitz hier. Ja, gib mir den 20, Alter. Ja! Ja, geil, Alter. Nice. Und die Stunde ist voll, meine Freunde. Stunde und 10 Sekunden sind es genau. Freunde, für mich wirklich geile Rennen dabei zu Anfang. Großer Abfuck. Ich habe gedacht, ey, das muss ich jetzt so eine Stunde aushalten. Das wird auch niemals funktionieren. Aber ich war heute wirklich gut. Könnt ihr mal euer Feedback in die Kommentare hinterlassen. Von Danny kriege ich jetzt noch ein bisschen Kuh. Wie viel jetzt? Ein 40er kriege ich, ne? Sagt er da ganz stolz. Abonniert mich wenigstens, Freunde. Genau, checkt natürlich die anderen Stundenfolgen bei Monte, Solution, Horny und Danny aus, Freunde. Sagt nochmal ciao, meine Bootser. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Mein scheiß Leben, Digga. Digga, nur jetzt.